Die Linke spricht hier mit einer Stimme. Ob Land, Bund, Europa, ob in Opposition oder Regierungsverantwortung, wir sprechen hier mit einer Stimme und unser Signal lautet ganz klar, wir können und wir wollen Geflüchtete aus den Lagern aufnehmen. Wir als Linke machen hier einen klaren Unterschied zu anderen Parteien. Es gibt Parteien, da fordert die Parteispitze die Aufnahme von Geflüchteten, aber ein bekannter Ministerpräsident spricht sich nicht dafür aus. Ich rede von den Grünen. Es gibt Parteien, da fordert das die Partei, aber deren Kabinettsmitglieder setzen sich in der Bundesregierung nicht gegenüber dem Innenminister Horst Seehofer durch. Wir als Linke hingegen sprechen hier auf allen Ebenen mit einer Stimme. In dieser Corona-Krise haben viele Menschen in unserem Land große Sorgen um die Existenz, Angst vor Infektionen, Angst vor kranken Angehörigen. Und in dieser Zeit mag das vielleicht dann auch aus dem Fokus der Aufmerksamkeit rücken, die Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern in Moria. Die Situation ist allerdings verheerend und wir müssen auch in dieser Zeit hier Menschlichkeit zeigen und Solidarität zeigen. Den Menschen muss dringend geholfen werden. Wir haben ja seitens der Bundesregierung viele Bekundungen und es wurde von Tausenden geredet, die man holen will. Real sind 47 Kinder nach Deutschland gekommen. Da ist selbst Luxemburg auf einem Niveau gewesen, wo wir uns ein Beispiel nehmen können. Wir setzen hier gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und hoffen, dass es vor allen Dingen Wirklichkeit wird. Dass wir etwas tun, dass dieser Wahnsinn in den Flüchtlingslagern beendet werden kann und wir einen Beitrag als Deutschland leisten, dass hier wirklich Menschlichkeit zurückkehrt. Das Dublin-System ist gescheitert. Es ist gescheitert, im Grunde schon 2011. Aber unabhängig davon kann es nicht mehr sein, dass einzelne Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen verantwortlich sind für die Asylbearbeitung. Wir wollen, dass das alle Mitgliedstaaten tun. Damit sind wir auch eins mit der Migrationsministerin, Kommissarin, entsprechend ihren Möglichkeiten. Die Ägäisinseln haben eine Aufnahmeleistung erbracht, die hochgerechnet auf die Bevölkerung der Bundesrepublik bedeuten würde, 26 Millionen Geflüchtete aufzunehmen. Was die Ägäisinseln dort vollbringen, ist eine große Leistung für die gesamte EU und es braucht Solidarität innerhalb der EU und die Umverteilung und zwar sofort. Und wir sind als Bundesland Bremen auch bereit, einen Beitrag dazu zu leisten. Und das ist unser Ziel, dass wir endlich anfangen, sofort zu evakuieren. Und dann werden andere mit aufspringen. Dann werden auch andere EU-Staaten aufspringen. Aber wir müssen erst mal anfangen. Und das liegt an Rot-Rot-Grün und das liegt an der Linken. Es freut mich wirklich zu hören, wenn ich hier höre, dass andere Bundesländer nachziehen wollen. Da verlassen wir uns auch drauf in Thüringen und haben nun die Hoffnung, dass, wenn der Druck aus den Ländern stark genug wird, dass wir die Chance haben, wirklich schnell anzufangen. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt wirklich. Und deshalb fordern auch wir Horst Seehofer auf, machen Sie den Weg frei. Lassen Sie uns in Thüringen endlich Menschen aufnehmen. Lassen Sie uns die Menschen retten. Wir haben Platz in Thüringen. Wir wollen das wirklich machen. Also machen Sie den Weg frei. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam Druck aufbauen. Denn jedes gerettete Menschenleben, was wir dort jetzt sofort zügig umsetzen können, das ist wertvoll für uns. Das wollen wir. Und deshalb machen Sie den Weg frei, dass wir die Menschen aufnehmen können. Danke.